Frau Kollegin Beer. Dankeschön, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich bitte zuerst eine Vorbemerkung machen. Ja, in der Tat, es gibt eine Menge zu tun. Es gibt Ungerechtigkeiten, die angegangen werden müssen, Unwuchten im Schulsystem, die auch immer benannt wurden, die ich immer benannt habe. Und eine will ich gerade noch mal speziell aufrufen, weil wir heute zum Thema Grundschulen sprechen. Das ist zum Beispiel unter anderem die Besoldung der Lehrkräfte in Grundschulen. Sie machen eine andere Arbeit als andere Lehrkräfte, aber diese ist nicht weniger wert und nicht weniger bedeutsam. Ganz im Gegenteil. Und mit der gleichen Ausbildungszeit ist der dann nächste Schritt auch fällig, die Anhebung der Besoldung für die Grundschullehrkräfte. Ja, und auch die Grundschulleitungen haben nicht nur eine bessere Besoldung verdient, sie muss in einem der nächsten Schritte dann auch kommen. Das ist für uns zentral. Aber es ist auch klar, wir können finanztechnisch nicht alles auf einmal stemmen. Und was wir schon in den letzten 6 Jahren rot-grün gestemmt haben, das ist eine enorme Investitionsleistung in Bildung in NRW. Über 1,6 Milliarden. Über 1,6 Milliarden haben wir frisches Geld in den Kita-Bereich gegeben. Den Etat im Hochschulbereich ist um mehr als 2 Milliarden verbessert. Und das ist das Geld ohne die Qualitätsverbesserungsmittel, Stichwort Studiengebühren. Und wir haben die Kommunen, die Sie in Ihrer Regierungszeit massiv geplündert haben, mit der Erhöhung der GfG-Mittel und dem Stärkungspakt bis 2016 mit über 11 Milliarden Euro zusätzlich ausgestattet, damit auch Sie wieder in Bildung investieren können. Und wenn es um Bildungsausgaben in NRW geht, fehlen uns gerade auch die kommunalen Investitionen. Das Land hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir sind inzwischen bei mehr als 3,5 Milliarden Euro, die zusätzlich in die Schulen gegangen sind. Und Herr Laschet, darin sind auch mehr als 1 Milliarde Euro für die Inklusion. Und übrigens sind es Sonderpädagoginnen, die wir in die Schule schicken, und nicht allein Sozialpädagoginnen in dem Bereich. Wenn Sie Interviews geben, dann wenigstens fachlich korrekt. Und innerhalb dieser 3,5 Milliarden Euro sind die Grundschulen immer als Erste dran gewesen. Und das müssten eigentlich alle, die hier im Saal sitzen, auch wissen, wenn sie nicht die letzten 6 Jahre komplett verschlafen haben. Und deshalb ist die Formulierung, die Grundschule sei ein Stiefkind der Landesregierung, ganz schlicht eins: eine Unverschämtheit. Egal, ob das genau ein Verbandsvertreter weiß, der auch um die Investitionen in diesem Land weiß, wenn er das sagt, oder Sie hier als Opposition das in der Formulierung dieser Anträge tun. Um 14% haben wir unmittelbar nach Regierungsantritt die Pauschalen für die offene Ganztagsschule angehoben, weil Schwarz-Gelb nicht einen Cent dazu getan haben. Das war dringend möglich. Und wir haben es hingekriegt, dass die Pauschalen jetzt mit einer Dynamisierung versehen sind, und zwar von 3% jährlich. Und es ist gelungen, weil wir die Kommunen auch wieder instand setzen, dass die Kommunen ihrerseits die Dynamisierung mit 3% begleiten. Von 2010 bis 2017 steigen die Landeszuschüsse verlässlich für die OGS um fast 25%. Und bis 2016 allein mehr als 880 zusätzliche Lehrerstellen im offenen Ganztag. Das ist die Bilanz dieser Landesregierung. Mehr als 305.000 Plätze in der OGS stehen mittlerweile zur Verfügung. Und noch ein Punkt. Auch als es um Entlastung der Schulleitungen ging, haben wir zuerst den Grundschulleitungen diese gegeben. Gerade weil wir um die Herausforderungen der Schulen wissen, dass die Schulträger mit Sekretariatsstunden nicht um sich werfen und vieles in den relativ kleinen Schulen an Aufgaben bei der Schulleitung bleibt. Die Leitungszeit ist ausgeweitet, die Sockelentlastung wird angehoben. Und obwohl die Zahl der Schülerinnen an Grundschulen zurückgegangen ist, übrigens trotz Zuwanderung, haben wir immer noch mehr als 27.000 Schülerinnen weniger in den Grundschulen in NRW als 2010. Und keine Stelle ist deshalb abgebaut worden. Trotzdem stehen den Schulen aus dem Vertretungspool 9.900 Stellen zur Verfügung, in vollem Umfang. Auch die 1.000 Stellen zur Verstärkung der individuellen Förderung und gegen Unterrichtsausfall, das ist der Anteil aus den 4.000 Stellen. Und, werte Kolleginnen, dadurch, dass wir die Stellensystematik für das gemeinsame Lernen umgestellt haben, erhalten die Grundschulen
im Vergleich zu der alten Berechnung mehr als 800 Stellen zusätzlich. Und das ist richtig und das ist gut so. Dass die Piraten auf die Stiefkindparole aufspringen, geschenkt, Herr Marsching. Sie haben noch nicht einen Cent im Haushalt für einen Cent sorgen müssen und Sie werden es auch nie tun müssen. Aber dass die Kollegin von der CDU das so ungefiltert dahersagen, das macht mir Sorgen. Schlimme Gedächtnisverluste? Amnesie? Was braucht es denn? Mehr frische Luft, Vitamine, ein bisschen Ginseng oder Ingwer? Also mit 1700 Stellen für die Grundschulen zusätzlich, werte Kollegen und Kolleginnen von der CDU, haben wir gemeinsam im Schulkonsens dafür gesorgt, dass kleine Schulstandorte erhalten bleiben können. Wir haben vereinbart, die Klassenfrequenzrichtwerte in den Grundschulen abzusenken, von 24 auf 22,5. Alles vergessen, was wir versprochen haben, das haben wir auch umgesetzt. Jede einzelne Stelle. Mit der Beantragung dieser Aktuellen Stunde und den Vorträgen wird hier ein ganz bestimmtes Muster deutlich, das wir auch schon gestern draußen eindrücklich erleben konnten. Ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch den CDU-Kollegen, jedes Chamäleon wäre gestern blass vor Neid geworden, wenn es erlebt hätte, wie Herr Witzel und Herr Lohn sich bei der GEW-Aktion zum Thema Benachteiligung der angestellten Lehrkräfte auf dem Rasen vor dem Landtag geäußert haben, die Personalmaßnahmen in diesem Bereich gefordert haben, um zur Angleichung an die Beamtenbesoldung zu kommen. Ja, die Ungleichheit besteht. Aber dass ausgerechnet Herr Witzel die Chuzpe hat, den Lehrern Versprechungen zu machen, der sich im letzten Dezember hier hingestellt hat, 700 Stellen Streichung gefordert hat, 700 Millionen, was 14.000 Stellen Streichungen bedeutet. Wo sollen wir die denn hernehmen? Die kommen dann aus dem Schulbereich, aus der Polizei und aus der Justiz. Das ist die FDP. Chamäleon, sage ich. Ganz egal, welche Farbe, das Tier bleibt das Gleiche. Und auch Herr Lohn war sich ja nicht zu schade, dann gleich anzukündigen, bei der Dienstrechtsreform müsste man was obendrauf satteln. Wann kommt denn der Nächste aus der CDU, der die Höhe der Netto-Neuverschuldung geißeln will? Meine Herren, was wir gestern draußen erlebt haben, das war an Scheinheiligkeit wirklich nicht mehr zu überbieten. Applaus